Moin, ihr Zuckerschnecken. In der heutigen Folge Sweet Team sprechen wir kurz über Union Berlin. Bevor es losgeht, lass gerne ein kostenloses Abo und ein Like da, um den Kanal zu unterstützen. Es kostet dich nur ein paar Sekunden, aber würde echt weiterhelfen. Vielen Dank und viel Spaß mit dem Video. Union Berlin steht derzeit auf Platz 6 in der Fußball-Bundesliga und ist derzeit nur 2 Punkte von den Champions-League-Plätzen entfernt. Wir schauen auf die Gründe, warum Union Berlin so gut ist. Wie immer fangen wir mit dem Trainer an, Urs Fischer. Trotz zweier Double beim FC Basel entschied man sich beim Schweizer Rekordmeister 2017, Urs Fischer zu entlassen, um mit einem neuen Trainer in die neue Saison zu gehen. Zur Saison 2018-2019 meldete sich der damalige Zweitligist Union Berlin. Und Urs Fischer verließ zum ersten Mal in seiner Laufbahn, egal ob als Trainer oder Spieler, seine Heimat. Direkt in seiner ersten Saison bei den Berlinern schaffte er über die Relegation den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga, den ersten in der Geschichte von Union Berlin. Nachdem man in der ersten Bundesliga-Saison souverän die Klasse halten konnte, qualifizierte man sich in der vergangenen Saison sogar für die UEFA Conference League. Und in dieser Saison greift man eventuell sogar noch höher. Um ein bisschen mehr den Stil von Urs Fischer und Union Berlin zu beschreiben, schauen wir wie immer auf Statistiken. Union hat im Schnitt nur 40,9% Ballbesitz. Nur Bielefeld und Augsburg haben weniger. Und die Passquote von 72,6% sieht auch nicht wirklich berauschend aus. Man ist dabei übrigens die viertschwächste Mannschaft der Liga in der Passquote. Allerdings lässt genau das schon tief blicken, wie Union spielt. Man lässt den Gegner spielen und versucht zu kontern. Und das hat man drauf. Man hat eine ungemeine Dominanz in Luftzweikämpfen, Union ist stark darin, Führung zu verteidigen und schafft es immer wieder, sich irgendwie Chancen herauszuspielen. Man ist saustark im Verteidigen von Standards, beziehungsweise auch offensiv stark nach Standards. Und auch wenn ich in diesem Format, wie ihr wisst, nicht detailliert auf Spieler eingehen will, so muss man einfach mal wieder Christopher Trimmel, Taiwo Awoni, Nico Gieselmann und Max Kruse hervorheben, die bislang wie zwar die ganze Mannschaft eine überragende Saison spielen, aber sogar noch ein Stück weit hervorstechen und maßgeblich mitverantwortlich sind für die starke Hinrunde der Berliner. Ich wünsche Union weiterhin eine mehr als erfolgreiche Saison und verabschiede mich für heute von euch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif und ciao, ciao.